Hallöchen, herzlich willkommen hier bei Aquaporist, eurem Online-Shop für natürliche Aquaristik. Ich bin Larissa und Benjamin ist immer noch unterwegs, deswegen bin ich aktuell immer noch alleine hier. Und wie ich euch im letzten Fütterungsrundgangsvideo angekündigt habe, geht es heute daran, dass wir die Mikrowürmchen umsetzen müssen, beziehungsweise wir müssen da Wasserwechsel machen. Und die leben ja hier in solchen kleinen Schwämmen. Haben wir gerade noch welche hier in solchen Schwämmen. In Kisten sind die alle so nebeneinander aufgereiht. Und um da Wasserwechsel zu machen, ist es am leichtesten, wenn man die aus einer Kiste halt die Schwämme rausnimmt, in eine leere Kiste packt, das Wasser da dann wegschüttet, beziehungsweise wir werden das durchfiltern. Und dann kann man natürlich die Würmchen, die da drin sind, noch als Lebendfutter verwenden. Und in die neue Kiste füllt man dann einfach neues Wasser auf. Ja, falls euch interessiert, wo die stehen, schaut euch das letzte Video an mit dem Rundgang. Da habe ich euch gezeigt, wo die versteckt sind in der letzten Ecke. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal und ich hole die jetzt hier hin. So, da haben wir sie. Also das hier ist jetzt der Stapel, die drei Kisten, die belegt sind mit den Schwämmen. Und das hier ist jetzt unsere leere Kiste. Hier hat Benjamin die ganz toll präpariert, dass er hier oben solche Gase reingemacht hat. Das hatten wir euch ja für die Essigältchen schon mal gezeigt. Oben in den Deckel, dass das halt eine Belüftung hat, aber eben nicht die ganzen Fliegen, die da mal reinkommen. Und das hat bei dem Deckel hier eigentlich auch ziemlich gut geklappt. Hierüber kommen jetzt keine Fliegen mehr rein. Aber da das solche IKEA-Boxen sind, die hier halt nicht dicht sind, also die haben hier keine Dichtung drumherum, sondern die tut man einfach so aufeinander und diese neuen Deckel, die klicken ja hier so ein. Das heißt, der Deckel ist fest, aber er ist nicht dicht. Das heißt, solche kleinen, netten Fliegen, wahrscheinlich Drosophila, wie man das aus der Schulzeit früher noch aus den Mülleimern kennt. Ne? Man wirft was rein und es kommt ein Schwarm Fliegen raus. So ist das dann hier teilweise auch. Da müssen wir uns noch mal irgendeine Lösung überlegen. Ich hatte schon überlegt, ob man hier drumherum eine Silikonnaht sozusagen macht, also eine Silikondichtung. Das heißt, man spritzt hier Silikon drauf, würde dann vorher hier in dem Deckel das mit irgendwie Vaseline oder irgendeiner Fettcreme eincremen, damit das Silikon halt an dem Deckel nicht haftet, sondern nur hier. Und wenn das Silikon noch feucht ist, müsste man das dann hier so draufdrücken. Und dann, also müsste halt eine ganz, ganz dünne Naht wirklich nur sein, dass man das draufdrückt. Das soll ja nachher noch passen, der Deckel. Und so dann aushärten lässt. Und dann würde ich mal hoffen, wenn man den Deckel abnimmt, dass das halt wegen der Vaseline geht. Und dann hier drauf die Silikonnaht sitzt. Keine Ahnung. Benjamin meinte, ich darf mich gerne probieren. Das werde ich jetzt heute nicht machen, aber mal schauen, wenn das Problem schlimmer wird, ob wir das dann mal machen. So, und jetzt mache ich hier diese andere Kiste auf. Puh, ja. Okay, Moment, wir haben hier doch irgendwo einmal Handschuhe, ne? Ja, hier. Weil Benjamin nimmt das nämlich mit der Hand daraus. Ganz ehrlich, eigentlich bin ich ja auch schmerzlos, was sowas angeht, aber das ist echt eklig. Also, das mache ich jetzt mal nicht. Boah, man darf auch nicht tief einatmen. So, also wir nehmen jetzt diese ganzen schönen Schwämmchen hier und setzen die einmal hier rüber. Die werden nicht nach Farbe sortiert, sondern nach Besiedlungsgrad. Also die, die stark besiedelt sind, würde ich mal sagen, tut man dann so ein bisschen nach außen. Und die, die noch nicht so stark besiedelt sind, nach innen. Wobei die hier sind jetzt auch schon so lange hier drinne. Also da sind eigentlich alle schon besiedelt. Man könnte das jetzt zum Beispiel so machen, wenn man jetzt neue Schwämme hier reintun möchte, würde man die natürlich hier in die Mitte legen. Ist ja klar, ne? Dass dann die Würmchen von außen halt alle da reinwandern können. Oder man kann die halt hier praktisch abkratzen. Also das, was ihr hier drauf seht, dieses rosafarbene, das sind die Mikrowürmchen. Die könnte man dann halt so ein bisschen abkratzen und dann hier auf den Schwamm praktisch neu drauf tun. Oder man legt sie halt, wie gesagt, einfach nebeneinander und lässt die Würmer dann alleine rüberkrabbeln. Uiuiui, seid froh, dass es kein Geruchsvideo gibt, ey. So, jetzt schieben wir die noch alle hier wieder ein bisschen nach vorne. Irgendwie passen die hier nicht so gut hin. So, okay. Jetzt könnt ihr hier drinnen sehen, dass da in der, in dem schlonsigen Wasser auch überall noch so kleine Klümpchen sind. Solche roten Klümpchen, das sind die Mikrowürmer. Die bilden auch gerne solche, ja, Haufen. Und die werde ich jetzt noch mal einmal da hinten am Spülbecken durch ein Sieb durchsieben, damit wir die natürlich nicht wegtun, denn damit können wir gleich noch die Fische füttern, die ich ja nicht mit dem Fischfutter in dem Rundgangvideo füttern konnte, weil die halt kein Futter, Trockenfutter fressen, sondern nur Lebendfutter. Das tun wir dann gleich bei denen rein. Ja, das mache ich jetzt einmal, gleich stelle ich die Kamera einmal um, um euch das zeigen zu können, aber jetzt gerade mache ich das mal einmal so. So.
Die Kiste hier, ja, habe ich die Würmer jetzt einmal rausgefiltert und einmal kurz ausgespült. Jetzt brauchen wir noch neues Wasser für diese Kiste hier. So, da gießen wir das dann einfach ganz normal, das Leitungswasser hier hinten vorsichtig wieder rein. Wichtig ist, dass man den Füllstand so macht, dass die Schwämme gerade so bis zur Oberfläche, dass die Wasseroberfläche knapp unter der oberen Kante von den Schwämmen ist. Ne? Also die Schwämme dürfen nicht komplett unter Wasser sein, dass sich die Würmer ja dann auch da obendrauf praktisch dahin kriechen können und man da auch das Futter und so drauflegen kann. Aber die Schwämme, also sollte halt schon wirklich Wasser auch drin sein, weil die Mikrowürmchen halt auch im Wasser logischerweise leben. So. Mal gucken. Ich glaube, so ist ganz gut, ne? Dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Zack. Die stelle ich jetzt mal hier unten drunter. Schwupp. So, und jetzt kommen die nächsten. Es gibt, oh ja, hier seht ihr jetzt auch, was ich meinte mit den ganzen Fliegen, die da reinklettern. Unter dem Rand her, puh, da stinkt eindeutig mehr. Und hier sind auch irgendwelche ganz merkwürdigen, komischen Maden von den Fliegen drauf. Also Benjamin sammelt die immer runter, aber er hat zu mir gesagt, ich muss das nicht machen. Deswegen tue ich das jetzt auch nicht, weil ich ehrlicherweise nicht länger als nötig über diesem Stinkeding hier hängen will. Also wenn man das lang genug macht, ich weiß nicht, man gewöhnt sich zwar auch ein bisschen dran, aber irgendwie ist es trotzdem ziemlich ekelhaft. Also da kriege ich echt Kopfschmerzen von. Aber ich bin, was Gerüche angeht, auch mega empfindlich. Also ich rieche auch, wenn Benjamin irgendwo mit irgendwem unterwegs war und, keine Ahnung, mit seinem Papa oder sowas und den umarmt hat, dann rieche ich gleich dann das fremde Deo sozusagen. Oder auch wenn bei uns irgendwer im Auto mitgefahren ist oder so, das kann ich immer sofort erschnüffeln. Also da bin ich wirklich sehr empfindlich. Ich habe irgendwo so eine Nasenklammer rumliegen. Also ich habe eben eine normale Wäscheklammer ausprobiert. Die tut aber auf der Nase doch ziemlich weh. Ja, und diese Schwimmnasenklammer, die habe ich nicht mehr wiedergefunden. Das wäre jetzt echt hilfreich hier. So, natürlich ist jetzt hier beim Auswaschen der Würmchen sind auch von diesen Maden, die da drin waren, sind natürlich auch welche hier jetzt bei den Würmchen drin. Aber je nachdem, welche Tiere man hat, die man füttern möchte mit dem Lebendfutter, ist das überhaupt kein Problem, denn die fressen die Maden auch. Deswegen lassen wir die jetzt einfach so hier drin. So, nochmal einmal ein bisschen nachfüllen. So ist gut. Zack. Wieder einmal tauschen. So. Und jetzt die letzte Kiste. Ich glaube, die mache ich mal so rum. Habt ihr noch mal einmal eine andere Perspektive? Oh ja, hier sind auch schön viele Fliegen drin. Puh. Also das Schlimmste ist halt, wenn man diese Kiste aufmacht, ist ja klar, ne? Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir diese stinke Kisten hier überhaupt haben und die hier so mühsam hin und her setzen und auf so Schwämmchen vermehren und sowas, die soll es bald auch bei uns im Online-Shop geben. Also Benjamin meinte, dass diese Mikrowürmchen durchaus in der Aquaristik ein beliebtes Lebendfutter sind. Ja, und da haben wir bisher immer, oder er hat es bisher immer nicht geschafft, die vernünftig in großem Maßstab vermehren zu können. Aber jetzt hier diese Methode mit den Schwämmen, die funktioniert sehr gut. Und wie gesagt, da kann man auch immer wieder neue Schwämme reintun, um die dann praktisch hier damit anzuimpfen. Und ja, also die wird es dann hoffentlich bald auch im Shop geben, wenn ihr auf Stinkewürmchen für eure Fische steht. Aber wie gesagt, wenn man häufig genug Wasserwechsel macht oder die halt irgendwo hinstellt, wo es einen nicht interessiert, dann ist ein bisschen Geruchsentwicklung ja nicht schlimm. Eigentlich, Aquarianer dürfen ja auch gar nicht so geruchsempfindlich sein. Ne? Da gibt es ja viele Gerüche, die sich im Aquarium bilden können. So, jetzt nehme ich euch einmal mit rüber ans Waschbecken, um euch zu zeigen, wie wir diese Kiste hier auswaschen. So, ich musste jetzt einmal das ganze Setup hier auch mit dem Licht umbauen. Und wenn ich jetzt hier bin, ist das nicht optimal, zu euch zu sprechen, aber ist ja egal. Hier ist jetzt unser Pöttchen, wo ich eben schon die beiden anderen Kisten ausgewaschen habe. Ich hoffe, man sieht es jetzt, dass hier die Mikrowürmchen so einen Ball gebildet haben. Und dann ist halt das Tolle, dass man hier oben den Rest
abgießen kann, das restliche Wasser. Und dann halt auch noch ein bisschen nochmal neues Wasser drauf machen und dann auch nochmal ein bisschen durchspülen, damit man möglichst viel von dem Schlons rauskriegt. So, jetzt hole ich einmal die andere Kiste. Tada! Auch hier, ne, sieht man sehr schön diese Ballbildung von den Mikrowürmchen. Und jetzt haben wir hier so ein feines Sieb und da gieße ich das einfach durch. Natürlich immer nur so schnell, wie auch das Wasser abfließen kann, ist ja klar, ne? Puh, boah. Also wenn man das jetzt hier durchfiltert, den Rest mit ordentlich Schwung, weil da ja die meisten Würmchen drin sitzen. Also das stinkt jetzt auch ordentlich, muss ich ja sagen. So, hier jetzt einmal auswaschen. Das können wir auch nochmal hier durch das Sieb kippen. Die letzte Kiste brauchen wir jetzt natürlich nicht mehr. Das wird jetzt die Reservekiste fürs nächste Mal beim Wasserwechsel. Ne? Also man braucht praktisch immer eine Kiste mehr, als man Ansätze hat. So, hier haben wir jetzt die anderen Würmchen drin. Da lasse ich jetzt auch noch ein bisschen Wasser durchlaufen, um die halbwegs abzuwaschen. Hier haben wir wieder unseren geklumpten Ball. Das gieße ich jetzt wieder ab, dass wir einfach auch Platz da drin haben. Und dann halte ich das Sieb halt verkehrt rum, oben drauf. Und spül die Würmchen dann hier einmal raus in den Becher. So, jetzt haben wir hier wieder unseren ganzen Brei. Da müssen wir jetzt wieder warten, bis sich das absetzt, dass wir das dann nochmal durchspülen können. Oh, hat sich schon halbwegs abgesetzt. Okay, dann kann ich das schon mal einmal auskippen. Zack, und nochmal durchwursteln lassen. So, und das ist jetzt hier das Lebendfutter. Das ist, glaube ich, sehr beschlagen, ne, weil das Wasser kalt ist. Das Lebendfutter, was wir noch den anderen Tierchen verfüttern können. Das zeige ich euch gleich. Ich bringe jetzt erstmal die Kisten da drüben wieder zurück und dann tue ich nochmal Futter oben drauf, weil das Füttern muss häufiger sein als der Wasserwechsel. Also das Füttern sollte eigentlich täglich erfolgen. Dann nehme ich euch da gleich auch nochmal mit rüber. Ganz schön schwer, diese Kisten. So, da bin ich. Die leere Kiste kommt hier drauf. Und dann kommt eine hier oben hin, eine daneben und eine nach hier unten. So. Und zwar muss man die auch schon an den Ort stellen, wo sie sein sollen, damit, wenn ich die jetzt fütter, man dann danach nicht, wenn man sie dann noch hin und her stellt und das Wasser da drin hin und her schwappt, dann fällt das Futter ja wieder von den Schwämmen runter. So, also da haben wir hier diese Schmelzflocken. Das habe ich euch ja in dem letzten Video mit dem Fütterrundgang auch schon gezeigt. Da haben wir die auch zusammen gefüttert. Also einfach hier so ein bisschen draufstreuseln. So, fertig. Also wir haben die Stinkewürmchen jetzt umgesetzt und versorgt. Jetzt gehen wir zurück zum Waschbecken, beziehungsweise ich hole das Pöttchen vom Waschbecken hier hin, weil nämlich hier drüben, das sind ja auch die ganzen Becken gewesen, wo ich letztes Mal kaum gefüttert habe, weil da halt viele Fische drin sind, die halt nur Lebendfutter fressen. Ja, und dann füttern wir die hier. Hier muss man aber auch überall gucken, dass man nicht über irgendwas hinfällt, ne? So, hier bin ich. Oh, das sieht richtig cool aus. Die haben jetzt so einen richtig schönen, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt von da vernünftig sehen könnt, so einen richtig schönen Taler praktisch gebildet. Da, und wir haben mal so eine tolle, fette Pipette. Da passen irgendwie, wie viel? 30 Milliliter rein, okay. Und damit gehe ich jetzt mal einmal hier so ein bisschen durch und saug das so hoch und runter, um halt diesen Ball zu durchbrechen. Weil man will ja jetzt nicht in ein Aquarium alle Würmchen reintun, sondern die ja so ein bisschen aufteilen, ne? Zum Beispiel, wo dürfen wir denn was reintun? Ich glaube hier.
Also wir werden euch dann natürlich, wenn die Viecherler hier in den Shop kommen, nochmal eigene Videos machen und dann auch nochmal Detailaufnahmen zeigen, wie das aussieht, wenn man die halt verfüttert. Ne? Das hier ist jetzt nur zur groben Demonstration. So, da oben sind Channas, die fressen das nicht. Wer ist hier drinne? Ich glaube, die könnten das auch fressen. Aber was wurde mir gesagt, die, also wenn ich das jetzt in ein Becken tue, wo Fische drin sind, die normalerweise auch was anderes fressen würden, dann ja, ist das aber nicht schlimm, denn die fressen das trotzdem. So wie die hier zum Beispiel. Da sollte ich ein wenig Fischfutter reintun, aber wenn ich die hier reintue, dann ja, fressen die auch. So. Okay, ja, jetzt habe ich hier noch ordentlich welche übrig. Tue ich doch mal ein paar von den Channas da unten rein vielleicht. Oder nee, ich habe eine bessere Idee. Wir geben das lieber den Jungfischen da drüben. Also ich gebe das jetzt den Jungfischen, die hier bis vor kurzem noch in diesen Einhängekästen waren, die Benjamin jetzt aber extra für seine Abwesenheit da in diese Becken hier gesetzt hat, damit halt sie hier drin noch ein bisschen mehr Chance haben, irgendwas Organisches zum Fressen zu finden, als ja, sie halt hätten, wenn sie nur in diesen kleinen Becken sind. Ist ja logisch, ne? So, ihr fresst bestimmt auch was davon. Und hier oben. Gut, haben wir noch irgendwo welche? Ah ja, hier soll noch viel Staubfutter rein. So, und den Rest tue ich jetzt hier bei den Platy-Babys rein. Die kommen zumindest ganz interessiert hier hin. Also sie scheinen es lecker zu finden. So, ich bin jetzt nochmal hier hingegangen, wo hoffentlich ein bisschen besseres Licht ist, wo ich mich besser von euch verabschieden kann. Ja, ich hoffe, diese kleine Rundgang-Tour hier hat euch gefallen. Wie gesagt, es wird nochmal eigene Vorstellungsvideos zu den Mikrowürmchen geben, wo wir dann alles nochmal ganz genau, also Benjamin hat alles ganz genau detailliert und fachlich korrekt euch zeigen wird. Aber ja, ich wollte euch einmal zeigen, wie es mir hier geht, wenn ich hier alleine bin. ja, und dass man als Aquarianer nicht so ein feines Näschen haben sollte, nur so als Tipp. Genau, ja, falls ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche, Anregungen, Kommentare jeglicher Art zum Gezeigten habt, dann schreibt uns das gerne unten in die Kommentare. Wir schauen uns das dann an, antworten darauf, geben ein Herzchen, wie auch immer es passt. Aber die meisten Sachen lesen wir uns, wie gesagt, durch. Okay, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüssi!